Problem ist, wir machen jetzt auf unserem Weg die Funktürme aus, die ja sozusagen die einzige Bastion gegen Bendys Kräfte sind. Und Betty hat gesehen, dass wir aus dem Nordflügel kommen. There you are, thank goodness. Wilson's waiting for you downstairs in the laboratory when you're ready. But first, can I get your help with something? Ja. Normally I wouldn't ask this of a guest, but oh, with all that's happening, I can't sneak out and get things like I usually do. Do you think you could pop round to the farmer's market back in town and find me a few ingredients? We're running quite low in the kitchen, and I was hoping we could all celebrate tonight with a lovely supper. Won't take but a moment if you go by train. Up to you. No pressure. U-Bahn. Wenn du reisen musst, nimm den Zug. Nimm die U-Bahn, wenn du zwischen Wilsons Zuflucht und dem Stadtzentrum pendeln musst. Der nächste Zug kommt immer pünktlich. Ist das jetzt auch unser Hauptziel? Ja, ist unser Hauptziel. Aber das Labor ist jetzt offen. Oder ist das der Weg zum Zug? Warte mal, ich möchte jetzt nicht, dass wir da irgendwas überspringen. Deswegen speichern wir jetzt nochmal. Wir überspringen was. Oder? Komm, wir gucken mal rein, wenn es gleich eine Endsequenz beginnt. Aber ich denke mir halt, hier könnten wir vielleicht auch was finden, was uns einen Hinweis gibt. Nee. Das, das ist das, was wir tun sollen. Also was die Hauptquest will. Ich möchte Bettys Zutaten besorgen. Oder wo war der Bauernmarkt? Das ist ein Linker. Wir gucken mal, wo der uns hinführt. Wieder da, wo wir gegen Alice gekämpft haben. Nee, hier sind wir falsch. Kurz, kannst du mal für mich googeln, wo der Bauernmarkt ist? Ob sich das lohnt, zurückzulaufen? Ja, wir haben ja den einen Safe. Was machen wir wie mit der letzten Nebenmission? Ich würde sie wirklich gerne machen. Aber wenn das zu lange dauert, dann machen wir das nicht.
Weil der Bauernmarkt müsste Stadt sein, einfach. Hier sind wir. The next person I see, I'm gonna rip them apart. Just wait and see. Du wachst fest, ich kann dich nicht mal kidnappen. Ach, er hat mich gesehen. Okay, dann. Stirb. Muss mal kurz was machen. Ja, du musst für mich googeln. Kurz. Das, was ich dir eben gesagt habe. Der Messer einfach ist. Er hat halt hier gedacht, einfach beim Grocery Store. Was weiß ich, wo der Bauernmarkt ist. Ja, komm her. Noch mehr. Was soll ich nachschauen? Danke, Bisa. Guck mal für mich, wo der Bauernmarkt ist. Aber wenn der nicht hier in der Stadt ist und das so ein langer Weg zurück ist, dann machen wir die Nebenmission nicht. Dann darf jeder Zuschauer, der Lust hat, die Mission zu sehen, das Spiel selber spielen und mal gucken, ob er da die Geduld hat. Nein, ich denke, die meisten hätten die Geduld, aber wir sind jetzt schon eine ganze Weile dran. Du Kack, Mist! Entschuldigung. Weil hier ist kein Bauernmarkt. Ich befürchte, dass der wieder irgendwo ganz, ganz weit am Anfang ist. Oh, Sly, danke dir. Damn. Danke dir, Sly. Kann ich nicht einfach den... Probier mal was. Fast 2 Jahre, das ist schon eine Menge. Dishis Kantine, ach hier sind wir jetzt wieder. Aber das hilft mir ja auch nicht. Hier bin ich ja auch absolut falsch. Hier ist ja auch kein Bauernmarkt. Außer, dass hier ein bisschen Geld nachgespawnt ist. Ich habe eigentlich das Gefühl, das Zeug spawnt nach. Bei der Unsafe Area, ne. Obwohl. Warte mal.
Die ist mir jetzt gerade mal egal. Wo war unsere Leiter? Au. Ach, das Vieh kann mich auch auf Leitern töten. Gut zu wissen. Aber ist mir egal, ich wollte eh hier hin. Haben sie geschrieben, wo bei der Unsafe Area? Weil die Unsafe Area ist direkt hinter uns. Also wenn ich hier runtergehe, müsste ich wieder in der Unsafe Area landen. Ich muss es per Video schauen. Da gibt es nichts Geschriebenes. Ach, dann gibt es da nicht irgendwie eine Karte oder sowas? Das ist ja doof. Irgendwas nachgespawnt. Direkt was zu essen, hätte ich mir Geld sparen können. Nicht so aus. Bin also doch bei der Stadt. Lisa. Okay, dann gehen wir nochmal zur Stadt zurück. Also hier wäre ja Stadt. Kingpin. Weiter hinten. Lass mich die Viecher ausschalten, dann gucken wir mal. Kommt zwar unendlich, aber je weniger von den Viechern man hat, desto besser. Ach, das da? Ach, verdammt, da bin ich ja direkt daneben gewesen. Okay. Oh, Betty. Ah, hätte ich mich auch daran erinnern können. Okay, wieder zurück. Danke dir, Lisa. Hey, wir haben es mal wieder geschafft, dass unsere Ausdauer aufgebraucht ist.
glaube, da kommt unser Zug. Lisa, danke dir. Der Sub-Alert hat bestimmt irgendwelche Leute auf YouTube gerade zu Tode erschreckt. Wahrscheinlich jeder Sub-Alert. War schön, dass ihr so lange dabei seid. Ihr alle, die ihr heute gesubbt habt. Und ein großes, großes Dankeschön dafür. You're a miracle worker. Oh, truly. Oh, I only wish there was something I could do for you. Oh, wait. I spotted something in the fountain yesterday. Don't know what it's for, but you're welcome to have it. You better go see Wilson downstairs. He's been waiting ages. Okay, sie hat etwas im Brunnen gesehen, was ich jetzt haben kann. Oh, das ist eine Erinnerung. Wahrscheinlich, wenn wir den Großen gemacht hätten, wenn wir nochmal in den Startbereich zurückgegangen wären, hätten wir auch eine Erinnerung gekriegt. Aber dann fehlt uns jetzt halt einer. Kriegen wir halt vielleicht das Bad Ending. Weiß ich nicht. Ob man wirklich alle braucht, um das Good Ending zu kriegen. Kann ich nicht sagen. Es gab ja auch noch eine Link Pipe, die wir nicht benutzt haben. Die hätte uns vielleicht ins erste Gebiet gebracht. Keine Ahnung. Hätte Fahrradkette. Wie war das bei Spaceballs? Würde ich langsam gehen, wäre der Film vorbei. Okay, das ist eine eindeutige Nachricht. Sei bereit. Wir haben auch eine Sache nicht gefunden, einen Bauplan bisher. Außer er gibt ihn uns jetzt. Thank you for coming all this way. The Ink Demon is a formidable foe. To truly destroy such a monster, he must be dethroned, humiliated. For months now, I've been working on something that will do exactly that. Cast out the demon and put a new deity in his place. Stronger, more powerful, and controllable. Together, we just need to unleash our ultimate weapon. Come, let me show you my creation. Isn't he beautiful? Simple but elegant. A treasure. Powerful beyond anyone. The Ink Demon will fall, and we can have peace at last. It could work, but it sounds risky. How will we control him? We don't want to repeat Joey's mistake. No, we don't. All of the factors must be perfect. The right design, the right science, and the right soul. At last, your purpose is revealed, Audrey. This is why you're here. With your soul inside him, my creation will live forever. Stay away from me. You're insane. Come now, Audrey. Part of you knew this was your path. Leave yourself behind and ascend. I thought you said we needed to save your father.
I thought you had a plan to send me home, to make everything right. I lied. My father is beyond hope. Perhaps you know him. Nathan Arch, owner of Archgate, industrial genius, business tycoon. For years, I've lived in his reaching shadow. He always had time for the grand creatives of the world, the doers, as he called them. He knew only the best, the biggest thinkers. How could his lowly son ever hope to compete with that? But now, thanks to you, I can. No need to struggle. My signal prevents you from using those devilish powers of yours. And more importantly, keeps the Ink Demon from getting in. It's time to die, Audrey. And live again as a god. No, not this time. Ja, genau. Das Problem ist, jetzt wird er zu dem Vieh. Oh oh. Oh, noch eine Erinnerung. Zumindest die will ich jetzt mal alle vorlesen. Also, das Maschinenöl, eine Maschinenöldose, wie man sie in vielen Garagen findet. Sie hatte viele reibungslose Roadtrips und Sonntagsausflüge. Für viele reibungslose Ausflüge und Zeug gesorgt. Ein Becher mit Riss. Er wurde liebevoll zu einem Spielzeug umfunktioniert, das trotz seines traurigen Gesichts noch voller Leben ist. Und ein Hotdog an. Kössi Hotdog mit Senf. Der perfekte schnelle Snack für einen gemütlichen Samstag. Ich glaube wirklich, eine Erinnerung fehlt uns dann am Ende. Aber das ist in Ordnung. I decided to go for a walk this morning. Took a little stroll down to the park. Enjoyed the warm sun for a while. Found a quiet bench. Even grabbed a hot dog. It's been ages since I've done that. Tessa would kill me if she knew I've been off my diet. When I got back to the office, I stopped by the animation department and said hello to the troops. My God. Achso, stimmt, ich wollte euch die Sachen ja so vorlesen lassen. Ich bin ja doof, dass ihr die mitlesen könnt. Wenn er dich immer wieder hochspringen würde, ist noch ein Bug, den wir haben. I decided to go for a walk this morning. Took a little stroll down to the park. Enjoyed the warm sun for a while. Found a quiet bench. Even grabbed a hot dog. It's been ages since I've done that. Tessa would kill me if she knew I've been off my diet. When I got back to the office, I stopped by the animation department and said hello to the troops. My gosh, they're getting younger every day. Either that or I'm just getting older. It all made me realize time is moving on. The hard struggles don't seem as dire as they used to. Life has other value. I think I'll go home early today. Maybe I'll even pick up a hot dog for Tessa. Ja, aber da geht es auch nur um seine Frau und nicht um seinen Sohn. Und er hat ja hier offenbar diese Tinte gesoffen ohne Ende.